ist der Hammer. Es schmeckt wirklich wie eine Currywurst und da sind auch Wurststückchen. Jetzt hole ich mir nochmal speziell so ein Wurststückchen daraus. Und wie eine gefrorene Currywurst. Ich hätte nie gedacht, dass die kalt so gut schmeckt. Echt? Toll, Kompliment, ist gut geworden. Ein bisschen antauen lassen und dann kann man verkosten. Wir können ja jedem einen schenken. Also, das klingt gut. Hier bei uns gibt es jetzt Curry, Wurst, Eis für Oma. Soll ich dir eins mitbringen, Steffi? Nee, danke. Also, ich werde mir gerne vorbeikommen hier am gläsernen Studio. Da ist Stefan Mons noch mit seinem Currywurst-Eis. Wir sind bei Platz 663, Deep Purple und Lazy. Auch noch mehr Zeit. Oh, der Num von 0 bis 6 und danach haben wir versucht zu schlafen. Also das ist natürlich so eine Sache, ne? Ob das so funktioniert, das sehen Sie vielleicht auch so ein bisschen an. Wir halten uns noch, ja? Aber nach einer Woche, da sieht man schon ein bisschen wie Alice Cooper aus. Ne? Das ist halt einfach so. Dafür ist eine Hitparade aber auch da, das ist ein bisschen Wahnsinn. Und vielleicht haben Sie es auch mitbekommen hier im Radio, wir hatten ja heute Morgen um kurz nach 8 eine kleine neue Stadtwette für Neuwied. Das machen wir in diesem Jahr bei der SWR1 Hitparade nämlich ganz, ganz neu. Wir haben jeden Tag um kurz nach 8 eine Stadtwette für Neuwied und natürlich für alle drumherum, die dazukommen wollen. Gestern war das ganz große Thema Karneval und deswegen stehen die zwei heute auch verkleidet, nämlich im Studio, weil die haben nämlich ihre Stadtwette gestern verloren. Da ging es darum, dass ganz viele Jecken hierher kommen und das waren ausreichend Jecken da. Und deswegen steht heute Michael Luke als Marienkäfer im Studio und Steffi Stronzig als Bär, als gelbes Bärchen. Einigen wir uns darauf, ist auf jeden Fall ein heißes Kostüm bei dem Wetter, so viel steht fest. Wir hatten heute Morgen die Idee, weil Kindheitshelden doch wirklich inspirieren, ja. Und einen irgendwie auch immer durchs Leben begleiten. Da haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch mal die Neuwieder, die Kindheitshelden mitbringen. Das heißt also irgendeine Figur, eine vielleicht Person, ein Buch, eine Serie, ein Filmstar, der sie in irgendeiner Form berührt hat, begleitet hat, egal ob Superman, ob Alf, ob Bud Spencer, von mir aus auch, wie hießen der nochmal aus, Winnetou, ja, Winnetou natürlich auch. Oder hier eine schrecklich nette Familie, ne? Nein, das waren die Simpsons. Also auf jeden Fall Leute, die sie in irgendeiner Form berührt haben. Egal ob als Figur, als T-Shirt, als Poster, als Buch, wir wollten sie heute Abend hier haben. Und Punkt 18 Uhr werden wir hier durchzählen, ja? Wir wollen nämlich ausreichend Kindheitshelden hier sehen. Das heißt, alle, die irgendeinen Kindheitsheld mitgebracht haben in Neuwied. Oh, guck mal, hier, wir schauen mal. Ich frag mal als erstes, wie heißt du denn? Elaya. Und was, wer bist du? Du bist ja verkleidet, deswegen frage ich. Eine Senorita von der Karnevalssaison letztes Jahr. Ach so, Senorita. Ich dachte schon, das Karneval ist nicht ganz, obwohl es gilt das als Kindheitsheld. Wir hatten das eigentlich gestern. Ne? Das ist natürlich, das haben wir mit beiden Augen zugedrückt. Oh, hier, Michael Jackson ist auch am Start. Ja, auch das ist ja selbst gemalt oder? Nein. Aber cool, sehr cool. Also egal wer da ist, wir versammeln uns mal hier vor der Bühne an der HitCat, ja? Wenn Sie einen Kindheitshelden dabei haben, völlig egal wer. Hier, guck mal, da sieht man Spider-Man schon. Ah, da sind sie doch, da kommen sie. Pippi sehe ich schon als Buch. Oh, die Maus von der Sendung mit der Maus, Prinz Eisenherz. Aber die Frisur, die passt nicht ganz, ne? Nee, also, nee, aber er ist doch jünger. Ja, das stimmt. So, wen haben wir denn noch hier? Cat Weasel sehe ich, Star Wars. Ja, das ist doch super. Da kommt was zusammen. Es war einmal. Das habe ich auch gelesen. Es war einmal. Das ist cool, ja. Also, da kommt doch ein bisschen was. Max und Moritz ist am Start hier. Wen haben wir denn noch? Agatha Christie. Hier, wow. Und wen noch? Es war einmal das Leben. Guck mal hier. Das ist aber wirklich süß, ne? Es war einmal das Leben. Die haben dann immer den Körper erklärt. Die sind dann durch. Hi, alles klar? Du bist, glaube ich, hier so Marvel-mäßig unterwegs. Also auf dem Kopf, nein, Benjamin Blümchen. Hier oben ist aber Hulk, ne? Iron Man, also der zählt doppelt, würde ich sagen. So. Oh, Winnie Pooh. Sehr gut. Also wir müssen gleich mal rein, aber wir sind jetzt erstmal happy, dass schon einige da sind. Wer also ein Kindheitshelden dabei hat,
einfach hier bleiben. Hier, Bud Spencer. Terence Hill, geil. Ich liebe die Filme heute noch. Als Kind habe ich diese ganzen Gags gar nicht verstanden. Ich fand es immer nur lustig. Aber als Erwachsener, da kommen die Sprüche noch besser, finde ich. Ne? Also, schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie alle hier. Wir machen hier gleich im Studio weiter. Claudia Deeg. Deswegen durfte ich jetzt hier draußen so viel erzählen. Die kommt dann gleich raus. Ich werde dann da drin stehen bleiben. Aber es ist schon mal toll, dass Sie da sind. An dieser Stelle schon mal, ich will mal sagen, kleiner Applaus für uns selbst. Dann haben wir uns verdient, oder? An der Stelle. Das Gewinnen der Stadtwette hier sind, würde ich mal auf die Bühne hier bitten, an meine Seite, beziehungsweise ich werde dann hier runtergehen. Ich weiß, Sie sind schwer bepackt, wenn das noch möglich wäre, wäre toll. Mit all Ihren Mitbringseln, auch hier wurde richtig was von Zahnzahn, von Tim und Struppi aufgebaut. So, ich bräuchte, wo sind denn die Kinder, die alle tolle Helden dabei haben? Hier, du hast Minnie Maus dabei? Ja, genau. Ich hatte doch vorhin noch eine Benjamin Blümchen. Ah, da bist du, genau. Und wo ist die Karl-May-Fraktion? Ah, da hinten ist die Karl-May-Fraktion. Oh, oh, oh. Und die, das ist ideal, wie ihr hier steht. Wer ist denn das? Ronaldo und Messi. Ich erkenne es nicht, weil es spiegelt. Natürlich kenne ich Ronaldo. Ja, natürlich zählen die. Die kannst du ja nicht persönlich dabei haben. Aber wieso hast du kein Trikot? Macht nichts. Zählt auch. Ach ja, es ist halt der Boss, ne? Brilliant Disguise. Bruce Springsteen, das ist Platz 661. SWR1 Rheinland-Pfalz. Die Hitparade. Ihre Top 1000. Top, die Wette gilt. Neubeat, also Claudia Deeg und meine Wenigkeit, Veit Berthold. Wir wollten es ja wissen, schafft es Neubeat heute Abend vor dem gläsernen Studio 50 Menschen mit ihren Kindheitshelden zu versammeln? Das war unsere Wette und zwar völlig egal, in welcher Form. Claudia Deeg steht jetzt direkt vor dem gläsernen Studio. Ja, Veit. Aus. Veit, was soll ich sagen? Wie konnten wir so leichtsinnig sein und uns auf eine Wette mit Neuwied einlassen? Meine Güte, hier ist alles voll, voll, voll mit Supermännern, mit Raketen, mit Augsburger Puppenkiste, mit Asterix, mit den drei Fragezeichen, mit Benjamin Blümchen, mit Messi und Ronaldo. Okay, in moderner digitaler Form als Foto auf dem Smartphone, aber auch das gilt. Also ich überschlage hier 10, 20, 30, also es sind locker über 50. Also Veit, wir haben die Wette verloren. Glückwünsche an Neuwied, sensationell. Und es ist wirklich alles vertreten. Alice im Wunderland in einer Ausgabe, ich weiß nicht, die allererste, darf ich Sie kurz fragen? Die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen und dadurch kam ich zum Lesen. Oh, Alice im Wunderland geschenkt bekommen vom Papa und dadurch kam sie zum Lesen. Vielen Dank fürs Mitbringen. Wir reden hier gleich nochmal weiter, weil ich bin echt erschlagen. Monchichi erkenne ich noch. Bud Spencer und Terence Hill, das wird dir gefallen, Veit. Hervorragend. Also, wir gehen hier gleich nochmal aufs Detail ein. Auf jeden Fall können wir sagen, Neuwied ist großartig, hat die Wette gewonnen. Jawohl. Und wir haben verloren. Und Veit, was machen wir morgen? Wir werden morgen früh vorlesen in der Mariengrundschule. Wir gehen in eine erste Klasse und lesen aus deren Büchern vor. Dann sind es bestimmt auch wieder Kindheitshelden, aber wir machen das. Wir werden nicht so lange schlafen, wie wir es eigentlich vorhatten, weil wir schlafen ja hier eh nie. Aber wir gehen morgen in die Grundschule, in die Mariengrundschule nach Neuwied und wir lesen vor. Rheinland-Pfalz, die Hitparaden-Stadtwette. Claudia Deeg ist draußen bei ganz vielen Menschen mit ihren Kindheitshelden. Prinz Eisenherz sehe ich hier in Buchform auf gefährlichen Reisen. In der Hand hält es Michael aus Neuwied. Hallo. Hallo. Warum Prinz Eisenherz? Warum ist das ein Held? Ja, Prinz Eisenherz hat mir das Lesen beigebracht. Und zwar hatte ich damals, bevor ich überhaupt lesen konnte, von meinem Bruder das zum Anschauen bekommen. Nur die Bilder zu sehen. Und als ich endlich lesen konnte, war es ein einfaches für mich, diese ganzen Hexenblöcke, es gibt ja keine Sprechblase bei Prinz Eisenherz, zu lesen und mir damit die Angst zu nehmen vor großen, schweren Büchern. Und damit ganze Welten, die sich für mich dann eröffnet haben. Super, also wir haben Prinz Eisenherz Buch, wir haben Tarzan als Foto auf dem Smartphone, wir haben Pippi Langstrumpf und davor ist ein Foto. Wer ist das? Das bin ich selbst. Im Alter von? 9 oder 10. Okay, Pippi Langstrumpf hat die Kindheit geprägt. So, und jetzt gucke ich hier auf Harry Potter Schuhe. Stefanie. Ja, fantastisch. Also ist Harry Potter ein Held? Hätten Sie auch gerne manchmal Zauberkräfte? Wer möchte nicht gerne zaubern können? Das ist wohl wahr. Und du hattest Ronaldo und Messi dabei?
Ja, es sind einfach meine beiden Lieblingsspieler, das sind die Goats. Für mich gibt es keine besseren. Haaland, alle sagen, Haaland und Mbappé kommen daran. Für mich sind es einfach die besten Fußballer der Welt. Sehr gut, ich danke dir. So, und jetzt haben wir hier Kilian mit dem Spider-Man. Kilian, kannst du mal bitte mitkommen? Ich würde dir gerne mal was zeigen. Wir haben nämlich eine Spider-Man-Figur, mit der ist Kilian hier. Und damit nicht genug. Wir laufen jetzt zu einem Spider-Man-Auto. Wie findest du das? Gut. Wie sieht das Auto aus? Welche Farbe hat das Auto? Blau. Natürlich, es sind die Spider-Man-Farben. So, wer ist mit diesem Spider-Man-Super-Auto hierher gekommen? Ganz schnell? Das ist Superman. Ich bin die Katja aus Bad Marienberg, extra aus dem Westerwald gerade angereist. Das hat mit Superkräften, oder? Oh, hallo, Staus, Sperrungen, alles um Fahren. 5 Minuten zu spät, aber ich bin hier, ne? Ja, also wenn das nicht zählt, also auf Neuwied und Umgebung ist Verlass. Und genau darauf kommt es ja bei uns an, auf die Stadtwetten. Weil eine Stadt alleine wie Neuwied kann es vielleicht nicht schaffen. Aber mit der Umgebung und trotz Staus und Superwoman-Kräften müssten wir doch eigentlich sagen. Oder Superman ist auch Superwoman. Superwoman, genau. Also, wir Superwomen geben zurück. Und ich sehe auch noch Michael Jackson als Riesenbild, was normalerweise im Wohnzimmer Neuwied hält. Aber auch der durfte hier mit auf den Luisenplatz. Fight, wir haben die Wette verloren und zwar krachend. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Applaus für Neuwied! Wir haben uns zu Recht gezeigt, dass sie das mehr als drauf haben. Das ist wunderbar und wissen Sie was, das ist das eigentlich Schönste, wenn man mal wieder in eine Grundschule kommen darf, um dort vorzulesen, was wir morgen machen werden in der Mariengrundschule hier in Neuwied. Und währenddessen, ja, während du die Superhelden draußen hattest, hatte ich auch einen kleinen Superheld hier, nämlich Lea aus Bad Ems, ist heute mein ganz persönlicher Superheld.